dieses Bild, ne? Kennt ihr ja alle so. Nichts hören, nichts sehen, nichts denken. Ja, und ich habe neulich eine Nacht mit Dr. Angela Merkel verbracht. Das klingt jetzt für die meisten vielleicht irgendwie seltsam, aber ich habe mich intensiv mit ihr auseinandergesetzt, weil ich glaube, sie hat auch eine ganz wichtige Rolle in der, und ich versuche sie nicht als Opfer oder Täter darzustellen, sondern ich habe sie einfach versucht, mal irgendwie zu verstehen, was ist eigentlich in der Regierungschefin von uns, was für ein Wesen steckt in ihr, was treibt sie an, welche Motivation. Ich kann keine Antworten finden, endgültig, aber ich kann nur eins sagen: Sie hat einen gewissen uniformen Charakter. Also sprich, sie hat einen gewissen Stil entwickelt, und die Variation, die sie ihr erlaubt auszubrechen aus dieser Uniform, ist die Farbe. Aber sonst ist es immer das Gleiche, dieser Blazer, die drei Knöpfe, eine dunkle, dezente Hose, flache Schuhe. Es gibt eine Situation, die mich nachhaltig beschäftigt hat, und zwar war das 2013 bei der Wahlparty zum dritten Regierungsantritt. Also die dritte Mal, als sie gewählt worden ist, da gab es eine Wahlparty. Und bei dieser Wahlparty ist Folgendes passiert. Völlig jetzt mal wertungsfrei beobachten, was da passiert ist. Oh, die Emotionen gehen gleich hoch, jawohl. Sie nimmt die Flagge dem Gröhe aus der Hand und schmeißt sie weg. So, jetzt gehen wir erstmal, wollte es eigentlich nur in Zeitlupe zeigen, aber ich habe dann was Interessantes entdeckt, und diese Analyse, diese profane Analyse von mir, wollte ich euch jetzt mal mitgeben und so. Also wie reagiert sie selbst auf diese Situation? Wenn man sich ihr Bild genau anschaut, und das ist jetzt eine schlechte Auflösung natürlich, weil das war von YouTube, man sieht plötzlich, wie sie ganz kurz, nur 2-3 Frames, also Bruchteile von einer Sekunde, bleibt ihr Gesicht regelrecht stehen. Und sie erstarrt. Sie hat sich natürlich total unter Kontrolle. Man sieht es nicht. Man sieht es wirklich nur, wenn man das in Bild für Bild, 25 Bilder pro Sekunde, ein Frame anschaut, dann sieht man, dass sie eine ganz äußerst seltsame Reaktion hat auf die deutsche Nationalflagge. Und noch etwas. Sie nimmt diese Flagge und gibt sie ab. Dachte mir auch so, vielleicht wollte sie das nicht, so nationalistisch oder sonst irgendwas. Aber dann ist mir noch etwas aufgefallen, nämlich in dem Moment, als sie diese Flagge aus der Hand gibt, schließt sie ihre Augen, sie macht die Augen zu, jetzt hat sie die Augen geschlossen, hat die Hand irgendwo rausgehalten, und in dem Moment, als irgendein Bodyguard oder was weiß ich, Leute das abgenommen haben, erst in dem Moment wendet sie sich ab und geht zurück. Also sie hat beim Moment der Übergabe seltsamerweise auch das Gesicht und die Augen abgewendet von dieser Flagge. Das hat mich dann irgendwie verstört. Das fand ich dann irgendwie sehr, sehr seltsam. Und vor allem, wenn wir nochmal, ich komme dann gleich mal auf Sie zurück, aber wenn wir jetzt mal die Reaktion der Umstehenden anschauen. Das Beste ist wirklich der damalige CDU-Generalsekretär Helmut Gröhe. Wie jetzt? Was? Ich will doch jetzt hier eigentlich nur was, wieso nimmt jetzt Mutti mir die Flagge weg? So, kann mir mal jemand erklären, was ist denn gerade passiert? Das ist ja komisch. Und dann kommt die Lady zurück und er dann so, ja, mache ich halt weiter, ne? So irgendwie. Und noch besser finde ich Frau von der Leyen. Das kann man auch wirklich nur im 1:1-Bild sehen. Also die Dame kommt jetzt irgendwie, hat sich an der Bühne nach vorne gebeugt, kommt aus dem Bild gewuppt. Und sie sieht das mit der Flagge, sieht, wie die Flagge darüber kommt, so irgendwie so, was macht die jetzt? Man sieht auch, wie ihre Klatschbewegung plötzlich innehält, also die Amplitude der Klatschen wird weniger, die hält sogar kurz an, dann dreht sie sich verlegen weg, guckt mal so zur Seite, so, aha, okay, was ist jetzt das hier? Und dann geht die Merkel zurück und die von der Leyen dann so, okay, es ist alles wieder gut, hi, wir haben gewonnen. Das fand ich nur interessant, aber witzig, nicht witzig, sondern am besten ist dann noch eine Nahaufnahme von dem Fernsehsender da, und man sieht dann eine Reaktion, ein kurzes Kopfschütteln von ihr und ein Blick, der leicht ins Säuerliche geht, der bei dieser Flagge da ist. Und das hat mich dann wirklich animiert, diesen weit berühmten amerikanischen Spruch auszudrücken, so WTF, wer das nicht weiß, so what the... Was passiert da? Und wenn man das jetzt einfach mal, also ganz wertfrei, okay, ohne Wertung, die deutsche Regierungschefin, die erschrickt regelrecht beim Anblick der deutschen Nationalflagge, dann kann sie sie nicht mal anschauen, sondern muss weggucken, wenn sie sie übergibt, dann mit verschlossenen Augen und Händen gibt sie dann weg.
Sie schüttelt ablehnend den Kopf und wendet sich dann auch noch angewidert ab. Und das hat mich dann irgendwie wirklich, wirklich nachhaltig beschäftigt, schon seit 2013. Ich habe dann mal auch etwas gefragt. Also es gibt einen medizinischen Ausdruck, unter dem unsere Regierungschefin leidet und den aber kein Mensch mehr oder weniger so richtig weiß. Nämlich nennt sich Onychophagie. Also Frau Merkel ist exzessive Nägelkauerin. Und Fingernägelkauen, das ist also in den meisten Fällen tritt das Fingernägelkauen im Zusammenhang mit ungelösten Konflikten und Anspannungssituationen auf. Die Betroffenen können nicht angemessen mit Stress und Anspannung umgehen. Und normalerweise hat sie sich recht gut unter Kontrolle, aber wenn man 8 Stunden Bundestag sitzt, dann ist es halt manchmal schwierig und dann kommt die da so weiter. Also offensichtlich lebt sie in einem permanenten, angespannten Stresszustand. Und wenn wir uns jetzt an diesen Sommer erinnern, dann können wir ja noch, wissen wir ja noch, ne, da war der ukrainische Präsident da. Mach mal den Ton Große aus, Sorge bitte. Um Angela Merkel. Und in dem Moment war ich auch echt erschüttert, weil ich gedacht habe, oh, da ist ein Mensch, der wirklich extreme Probleme hat und wirklich losgelöst von die böse Merkel und so, sondern die hat ein Problem massiver Art. Und sie hat da gezittert, während die deutsche Nationalhymne gelaufen ist. Nicht bei der ukrainischen, sondern bei der deutschen Nationalhymne hat sie gezittert. Und das Ganze ist nochmal passiert. Ich glaube, es war der dänische Ministerpräsident, der da war. Bei dem ist es auch passiert, wo sie wieder diesen Stress hatte. Und hier ist noch etwas interessant. Wenn wir nämlich ihre Entourage hinten anschauen, Regierungsversprecher Seibert, ich habe mich versprochen, dann eine Phalanx von gewissen Sekretären und so weiter. Und jetzt guckt mal den Kopf an von dem vierten Mann von links, wie der da hin und her schaut. Er guckt zum Chef. Siehst du das? Sag mal hier, was machen wir jetzt? Also wichtig ist zu verstehen, wenn ein Regierungschef in so einer Situation so einen massiven nervlichen Anfall hat und kein Sanitäter taucht auf in dem Moment, bedeutet das, das muss eine bekannte Kondition sein. Das heißt also, das ist bekannt, dass sie unter diesem Problem leidet. Sie ist nicht in dem Moment, ist niemand hingegangen und hat gesagt, Frau Dr. Merkel, lassen Sie uns bitte so. Nein, die wissen, dass da ein Problem existiert. Und kurz danach ist sie sogar nach Tokio geflogen, zu irgendeinem Gipfel. 12 Stunden, nonstop. Sogar mit der Luftwaffe ist es mit Luxuskabine nicht so einfach, so ein Langstreckenflug. Ja. Mann, einer hat gesagt, naja, wenn du mit Luftwaffe fliegen musst, vielleicht zitterst du dann auch deswegen. Ja. Also vielleicht war das der eigentliche Grund. Nein. Aber ich möchte das jetzt wirklich noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und dann ist mir noch was aufgefallen. Und zwar, wenn man die Detailaufnahme anschaut von ihr, da gibt es jetzt mal eine Großaufnahme. Ach ja, es kam noch was. Dieser Zitteranfall kam noch mal, und zwar bei einem Eid von einem neuen Minister. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ist auch egal. Aber auf jeden Fall habe ich noch was gesehen. Und zwar hier, die Lippenbewegung von ihr. Sie macht irgendeinen Spruch zu sich selbst mehrfach. Vielleicht irgendeine Mantra oder irgendetwas so nach Motto, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Und jetzt wird es interessant, weil in dem Moment, wenn die deutsche Nationalhymne ausklingt, dieses Vaterland, dann sieht man, wie sie so gemacht hat und jetzt ist rum und jetzt gehe ich weiter. Und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und eigentlich ist der Zustand der deutschen Regierungschefin symptomatisch für den Zustand in diesem ganzen Land. Und ich sage es nochmal von Anfang an, löst euch von dieser, die ist die böse und wir sind die guten Rolle, sondern ihr müsst es von einer hohen Warte aus sehen. Auch sie spielt eine Rolle in diesem großen Spiel. Also wir haben Themen, die uns wirklich unter die Haut gehen in dieser Welt. Und ein Thema, was auch immer wieder auf uns zukommt, ist natürlich das Thema Flüchtlinge. Aber ich möchte es anders bezeichnen. Das sind flüchtende Menschen. Das ist wirklich auch man muss sie anders bezeichnen. Ja, natürlich, es sind 65 Millionen Menschen sind zurzeit gerade in der Welt unterwegs. Aufgrund des Verhaltens gewisser Kreise und aufgrund des Verhaltens von uns, weil wir nicht genügend dagegen protestiert haben. Also, dass die Menschen sich auf den Weg machen, hat auch mehr oder weniger mit uns zu tun, weil wir nicht in der Lage waren, als Kollektiv dagegen anzugehen und sagen, stopp, nicht in meinem Namen. Irak ist scheiße da. Wieso gehen wir nach Syrien? Was soll das? Hol die Luftwaffe zurück. Das brauche ich nicht. Und ich möchte das Thema auch gar nicht so groß machen, aber es gibt ein Video, das bestimmt einige von euch kennen, das geht nur 3-4 Minuten. Und zwar ist es ein Professor Beck, der in einer amerikanischen Universität einen Vortrag hält, wie in sich schizophren die gesamte Flüchtlingspolitik auf dieser ganzen Welt eigentlich ist. Und ich wünsche euch da jetzt einfach mal einen großen Erkenntnisgewinn bei diesem Video, das mir geholfen hat, vieles zu verstehen. Mit Ton bitte.
Weltarmut, Immigration und Gummibälle. Eine Präsentation von Roy Beck. Manche sagen, dass Massenmigration in die USA dabei helfen kann, die weltweite Armut zu reduzieren. Ist das wahr? Nun, das ist es nicht. Und lassen Sie mich zeigen, warum. Dieser Kaugummiball soll 1 Million legaler Migranten repräsentieren, welche die USA im Schnitt seit dem Jahre 1990 aufgenommen hat. Nun, wer in dieser Welt braucht unser humanitäres Mitgefühl? Die Weltbank hat eine Erhebung über die Ärmsten dieser Welt gemacht und sie verdienen weniger als $2 pro Tag. Und wie viele Menschen auf der Welt leben nun mit unter $2 pro Tag? Wir starten mit Afrika. In Afrika allein gibt es ca. 650 Millionen Menschen, die mit weniger als $2 am Tag auskommen müssen. 650 Millionen. Und in Indien weitere 890 Millionen Menschen. Sehr arm. Und China weitere 480 Millionen Menschen, die weniger als $2 pro Tag zur Verfügung haben. Und bedauerlicherweise hat der Rest Asiens herzzerreißende 810 Millionen Menschen, von denen die Weltbank sagt, dass sie weniger als $2 pro Tag verdienen. Und schlussendlich sind da 105 Millionen unter den Lateinamerikanern, die sehr arm sind. Insgesamt, so die Weltbank, gibt es 3 Milliarden arme Menschen weltweit. 3 Milliarden Menschen, die sehr arm sind und weniger als $2 pro Tag zur Verfügung haben. Das sind 3000 Kaugummibälle. Und jedes Jahr nehmen wir 1 Million bei uns auf und behaupten, wir hätten eine humanitäre Veränderung gebracht. Die Mehrheit unserer Migranten kommt aus Mexiko. Und Mexiko ist arm. Wie viele Menschen leben auf dieser Welt, die ein geringeres Durchschnittseinkommen als Mexiko haben? Und die Weltbank sagt uns, dass es diese 3 Milliarden sind. Plus weitere 2,6 Milliarden Menschen. 5,6 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die in Ländern leben mit einem Durchschnittseinkommen unter dem von Mexiko. Das sind 5600 Kaugummibälle. So, und was ist es, was die Eliten uns erzählen? Sie sagen uns, dass wenn wir 1 Million Migranten aufnehmen, dass wir dann, wie kein anderer, die weltweite Armut bekämpfen. In dieser Angelegenheit voranzukommen, ist nicht nur unmöglich, das ist eigentlich noch schlimmer, als es hier schon aussieht. Denn als wir im letzten Jahr 1 Million Migranten aufgenommen haben, haben all diese Länder zusammengerechnet, Geburtsraten abzüglich Todesrate, 80 Millionen mehr Menschen unter die arme Bevölkerung gebracht. Und in diesem Jahr bringt die Regierung 1 Million legale Migranten ins Land. Und in diesem Jahr, so sagt die UN, erwarten diese Länder weitere 80 Millionen mehr Menschen. Und im nächsten Jahr, da können Sie sicher sein, bringt die Regierung, wenn sie nicht von den Wählern gestoppt wird, dann bringt diese Regierung weitere 1 Million Migranten ins Land. Und diese Länder bringen leider weitere 80 Millionen zusätzliche Menschen in diese verarmten Nationen. Wir können 5 Millionen im Jahr aufnehmen. Wir werden damit nicht in diesen Ländern weiterkommen. Nicht in diesem Jahrhundert. Erkennen Sie nicht, dass Migration niemals ein effektiver Weg sein kann im Umgang mit diesen leidenden Ländern? Ihnen muss dort geholfen werden, wo Sie leben. Lasst uns Ihnen dort helfen. Danke sehr.